Herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee, dem Podcast zum Wohnzimmergottesdienst. Torben und ich, wir wollen uns unterhalten über die Predigt, die wir gerade gehört haben von Daniel Hobe. Wir feiern 30 Jahre kreative Kirche und wir haben gesagt, wir blicken nicht zurück, wir blicken nach vorne. Es geht um die das Zukunft genau. der Kirche und dem berühmten Matthäus-Text, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will, sagt Jesus zu Petrus. Die Kernthese ist für mich gewesen beim Daniel: Christus baut die Kirche, die Kirche gehört Christus. Deswegen mhm. haben wir gesagt, es ist alles nur geliehen hier. Also die Tassen gehören uns ja. nicht, das Sofa, schlechte Nachricht, Torben, das Sofa, auf dem du sitzt, ah, gehört dir nicht. Und ich finde, das ist ein sehr befreiender Gedanke. Eigentlich schon, ne? ja. 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 Denn ähm, ich, ich finde, das gibt der Kirche auch Zukunft. Ja. ganz egal wie sehr ja. wir es nach menschlichem Ermessen verbocken. Mhm. So, ne? also mhm. ganz egal was ich für Fehler mache ja. Ähm, die, und ja wie wir die Kirche auch vor die Wand fahren vielleicht ne die Kirche ja. Jesu hat Zukunft weil es ist nicht unsere Kirche ja ähm, und das finde ich auch ein ganz befreienden Gedanken ja. irgendwie zu sagen ich muss, ich muss es nicht ich muss nicht die Kirche bauen ich tue das meine ich tue was ich kann so, ne? ja. aber am Ende es nicht an mir ja. So, ja. Also, ich finde, das ist der zentrale Gedanke, tatsächlich. Also, auch für die Zukunft der Kirche. Also, warum? Weil wir beiden sind ja in der Landeskirche und das heißt, wir sprechen vor allen Dingen auf dem Hintergrund von landeskirchlichen Erfahrungen. Es ist ja so, natürlich, die Situation der Kirche, das macht was mit den Menschen, die noch kommen und mhm. mit den Menschen, die die leiten und die die verantworten und so. Aber es ist ja häufig ein verzweifeltes Suchen nach Themen und nach Akzeptanz. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, man gibt sich den Zeitgeist hin und so, das ist mir alles zu platt. Ja. Aber naja, ich erlebe es so, ich erlebe so, dass die, die, die Lager, wenn man so will, die sind nicht mehr, das sind die Frommen, das mhm. sind die Nicht-Frommen, das sind die Evangelikalen, das sind die Liberalen, sondern, sondern die, 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 der Graben innerhalb der Kirche entsteht im Grunde genommen da, da sind die einen, die wollen sich von Christus verändern lassen. Mhm. Ne, die sagen: Okay, ich gucke in die Bibel und jetzt daraus leite ich ab, was die Zukunft der Kirche ist. Und ich möchte gerne, dass die Zukunft, äh, dass es mehr Christus gibt. Und, mhm. so. und dann gibt es die anderen, die sich davon nicht so äh, anleiten lassen. Die suchen eher nach Konzepten, nach äh, Ideen außerhalb der Kirche und alles, was dazu nicht passt vom Evangelium, wird mhm. dann auch einfach nicht gelehrt. Ja. Ja. oder abgelehnt oder so. Also ich will mich, ne, ich will jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, jetzt zur Polarisierung von Kirche beitragen, aber ich glaube, dass das im Grunde genommen so ist heute wie zu allen Zeiten, nämlich dass an Christus scheiden sich die Geister. Darum ja. geht es im Grunde ja. genommen. Genau. Ja. Und, das, und das bedeutet auch, dass Kirche der Zukunft hat ein Thema. Ja. Und das Thema ist Christus. Ja. Und da hat auch eine Zielrichtung und das Thema, und die Zielrichtung ist eben auch Christus. Also ja. mhm. wenn ich über Kirche nachdenke, mhm. ähm, es es gibt ja ganz viele kirchliche Aufträge, aber mal wirklich vom Zentrum her gedacht, ja. dann geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Genau. So. Und ähm, das heißt aber auch, darauf das, müssen wir uns fokussieren. Genau. Und wo das nicht passiert, dann nützt es auch nichts. Ja, genau. Ja. Und das, das ist ja. ja auch frustrierend zu sehen zum Teil. Ne? Ja. Also mhm. ähm, ja, Gott Gottes bei dir ist ein Satz, da können glaube ich viele noch mitgehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, an vielen Stellen haben wir Jesus so ein bisschen rausgekürzt, mhm. ne? Weil er vielleicht auch mal provokant ist und so, und weil es vielleicht, ja, nicht so populär ist oder so, mhm. über Jesus zu reden. Und deswegen haben wir den einfach so rausgestrichen. Und das mhm. halte ich wirklich für, ja, wirklich da, für schwierig. Ja, so. das passiert, ne? Also, ich sag mal, bei Amtshandlungen oder so, ne? Oder Schulgottesdienste oder so, das gibt es schon, dass man da versucht, praktisch mhm. möglichst nicht anzuecken und damit mhm. nicht von, nicht von Gott geredet, ja. es wird nicht von Christus geredet. Und das, ja. ja, ich merke diese Tendenz ja auch bei mir, ne? Also dass, dass ich so ein bisschen, man möchte ja auch nicht anecken. Hm. Ne? Man möchte ja auch nicht, nicht provozieren. Ich habe die noch nicht bei dir bemerkt, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Tom Schmidt. Ja. Die, die Tendenz, dass ich ja Vielleicht deswegen, weil ich nicht anecken will. Ja, <laughs> ja. ja. Genau, nee, also yeah, aber, ich, ich nee, kenn, die aber man muss sich da hinterfragen, das ist ja das ja, Ding, ne? ganz genau. man muss dann nochmal hinterfragen, okay, rede ich jetzt gerade allen nach dem Mund, werde ich dem Auftrag noch gerecht eigentlich? Ja, ganz genau, das stimmt, das geht mir auch so. Also es ist gar nicht so, dass, also ich, ich sag mal so, Menschen, die auf einer Bühne stehen und, und, und versuchen, Menschen zu erreichen und zu bewegen, die mhm. stehen immer in der Gefahr, den Anwesenden praktisch, sehr weit entgegenzukommen. Und mhm. das ist genau für mich auch die Herausforderung. Deswegen bin ich Daniel auch für diese super klare Predigt so dankbar, weil sie mich daran erinnert, woher die Kirche kommt und wohin sie geht. Mhm. Und dann kann ich mich da auch leichter einordnen. Ja. Also ich will die Kirche nicht leer predigen, darum geht es ja gar nicht. Ne? In der Form kann man Kompromisse machen ohne Ende, aber nicht im Inhalt. Nee, genau. Ja. Das, das, geht, das geht. Ja, nicht. und äh, Form follows Function. Ne? Ja, also die ja. Form, die, die muss auf den Inhalt ausgerichtet sein mhm. und nicht andersrum. Ich habe ja manchmal den Eindruck, wir sind sehr flexibel in unserem Inhalt, mhm. ähm, aber in den Formen sind wir manchmal doch sehr starr, ja, ne? ja. mhm. ähm, gerade auch was Gottesdienstformen angeht. Und ich, mhm. ich, ich glaube, eigentlich müssen wir es genau andersrum denken. Also mhm. der Inhalt ist erstmal klar, unsere Mitte ist klar, ist Christus. Mhm. Ähm, und dann können wir überlegen: Okay, was sind angemessene Formen heute, ähm, heute ähm, diese Botschaft eben weiterzugeben? Ne? Also wer ist Christus heute? Ist ja so ein bisschen da die Frage, ne? genau, die du auch ist, die gestellt hast jetzt neulich. Ja? Genau, das ist ja eine Sache, die mich sehr bewegt. Ein, ja. ein Bonhoeffer-Brief, den er geschrieben hat, kurz bevor er oder aus der aus der Todeszelle halt heraus ich weiß jetzt nicht genau wann irgendwann jedenfalls wo es absehbar war schon dass das ein böses Ende nimmt mit ihm mhm. Dann hat er geschrieben die zentrale Frage unserer Zeit ist wer ist Christus für uns heute und das hat mich so bewegt und das ist ja genau der der Kontext dieses Bibeltextes also Jesus sagt du bist der Fels auf den ich meine Kirche gründen will mhm. und das ist die Antwort auf das Bekenntnis des Petrus der sagt du bist der Christus ne? mhm. ja, ähm, ja genau das ja. der Gottes Sohn so. ja. Und äh, das ist, äh, glaube ich, wirklich die zentrale Frage. Also wir müssen, wir müssen uns fragen, wer kann Christus für uns so heute sein, dass wir mit ihm eben in ein äh, neues Leben kommen. Ne? Ja. Und, und das ist zu allen Zeiten immer unterschiedlich mhm. gewesen. Deswegen bin ich auch nicht so ein Freund davon zu sagen, ja, der Zeitgeist, den darf man sich nicht hingeben und so. Das ist mir alles viel zu flach. Mhm. Man kann nicht Mensch sein ohne... In seiner äh, ja, Epoche ja, zu leben, ja, ohne die Fragen zu haben, die die Epoche. Und ich glaube, äh, so ist Jesus auch nicht, ne? Nee, also, gar nicht. Der, 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 ich glaube, ja. Jesus ist ja auch nicht irgendwie, schwebt ja nicht über dem, über dem Kontext oder so, ne? Ja. Sondern ist es ja immer in einem Kontext, in einer Kultur, in einer Zeit auch erfahrbar wird, Jesus ja, ja ne? ähm, Ich würde die Frage nochmal so ein bisschen für mich jetzt ergänzen: die Frage, wer ist Christus für uns heute? Und die andere Frage für Kirche, was tut Christus heute? Ja. also wo ja. sind orte wo wirklich was passiert so ne? Mhm. also was, was tut jesus mit seiner kirche, dass ja. wir da sensibel für werden und ähm, nicht nur von zahlen her irgendwie unsere entscheidungen treffen, sondern auch zu gucken und zu überlegen, wo sind geistliche aufbrüche? wie können wir die fördern? Mhm. Ähm, und das, ja, ich würde dich zum sitzt. Bischof wählen, Tom. Ja, so, <laughs> ja, schon mal meinen ersten Unterstützer. Erste Supporter <laughs> schon. Ja. ja, weil nee, aber ich, das ist ja genau das, was eben unheimlich schwer fällt. Also das ist ja das Traurige, eben, dass ähm, dass wir äh, mit dieser befreienden Botschaft im Grunde genommen gar keine Mehrheiten organisieren können in der Kirche. Die Evangelische Kirche ist ja ähm, demokratisch organisiert und mhm. man kriegt keine Mehrheiten, sondern man kriegt immer Mehrheiten, wenn man sagt, mit mir ändert sich nichts. Also es werden in der Regel eher Kandidaten gewählt, die sowas sagen, als andere, die sagen, wir müssen äh, in eine neue Zukunft gehen und so und so sieht die aus. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich hätte da persönlich gerne mehr, äh, also viel mehr äh, Flexibilität, viel mehr Mut, neues auszuprobieren mhm. und auch viel mehr Konsequenz bei dem, was man bleiben lässt. Eigentlich ist das ja die schwierige Frage ja. immer. Ne? Es ergibt sich daraus ja, was lässt man bleiben? Und das ist natürlich schmerzhaft. Das gebe ich gerne zu. Und da würde ich überleiten mal so zum zweiten Punkt. Also das eine ist ja, äh, also Christus ist ähm, derjenige, dem die Kirche gehört. Aber die Gemeinde hat Daniel gesagt, ist unsere Verantwortung. Mhm. Ne? So und ähm, also die äh, Gemeinde vor Ort, ne? wie die wächst, wie die sich entwickelt und so. Und äh, das hat natürlich immer mit Abschieden zu tun. Und da bin ich auch persönlich jetzt äh, durchaus betroffen. Denn der äh, Jugendturm einer Kirche in Hamm, wo ich aufgewachsen bin, mhm. der wird nach 50 Jahren jetzt geschlossen. Und das äh, wird auch verfallen. Also die ja. haben wirklich auch gar kein Geld, das irgendwie in Stand zu halten. Und da bin ich eingeladen worden und äh, zu, der, zu der Party, um das zu schließen. Und mhm. da hätte ich auch viele Freunde wieder getroffen. Aber... Ich habe gesagt, ich gehe nicht hin. Warum nicht? Also nicht, weil ich mich nicht dem stellen will, mhm. sondern weil das Thema der Menschen ist, dann früher war alles besser. Mhm. Und das ist nicht dein Thema? Das ist nicht, ja. das ist nicht mein Thema, wirklich mhm. nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, ich habe noch 20 Jahre hauptamtlich zu arbeiten in der Kirche. Ich habe vielleicht, wenn es gut kommt, danach noch ein paar Jahre zu leben. Mhm. Ich will nicht nach hinten schauen. Das ist keine Perspektive. Mhm. Ne? Ja. sondern äh, wir sind keine, also Jesus hat eine Bewegung gegründet und keine, äh, kein Stehkaffee. Ja? Und äh, ich finde schon, dass man auch mal ab und zu nach hinten schauen darf und so, das ist okay. Ne? Ja, das man schon. darf auch mal feiern ja. und alles mhm. gut. Aber die grundsätzliche Bewegung muss in die Zukunft sein. Ja. Und deswegen bin ich so dankbar für dieses ganze Online-Programm, was wir machen können seit Corona. Ich finde, das mhm. ist ein Riesengeschenk. Weil wir doch alle auf der Suche sind nach der Zukunft der Kirche. Und äh, das ist nicht die Zukunft der Kirche, was wir machen. Aber es ist ganz sicher Teil der Zukunft der mhm. Kirche. Genau, ja. Und es ist auch auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja. Ja? Also wir, wir denken ja auch in die Zukunft ja. irgendwie. Ne? Mit, dieser, mit dieser Haltung wollen wir das jedenfalls hier machen. Ja. Ähm, und ja, das ist ja eine Realität, die ist erstmal schmerzhaft. Ne? Also mhm. wenn, du, wenn du das erzählst, das ist ja was, was ganz viele Leute erleben. Ja, ja? ja natürlich das, klar. Ähm, das höre ich zum Teil noch 15 Jahre nach so einer Schließung von einer Kirche. Oh. Höre ich noch, wie, wie Schmerz, wie dieser Schmerz da immer noch oh. präsent ist. Ähm, ja. Und da muss man aber sagen, wenn man in die Zukunft blickt, es ist einfach alternativlos. So genau. Und man muss es ja nicht leichtfertig machen und so, aber es ist alternativlos. Mhm. Wir, wir können nicht, also wir können diesen Prozess Für verlangsamen. Für wenige Leute viele Räume ja. funktionieren. Genau, ja. ja. Und was gerade so ein bisschen versucht wird, glaube ich, ist diesen Prozess verlangsamen, von mhm. dem jeder weiß, er passiert. Also die volkskirchliche Strukturen kommen an, ans Ende eigentlich. Mhm. Ne? Also wir schaffen es nicht mehr irgendwie, diese flächendeckende Versorgung wirklich aufrechtzuerhalten. Auf dem Papier schaffen wir es vielleicht, irgendwo ist irgendwer noch zuständig, ja. aber effektiv ist nicht mehr überall kirchliches Leben. Das können wir nicht aufrechterhalten. Mhm. Und was jetzt versucht wird, ist, wir verwalten so lange und möglichst ja. so gut, dass wir das noch möglichst lange irgendwie äh, so aufrechterhalten können. Weil es wird ja. ja am Ende nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich an der Zeit, in Zukunft zu investieren. Mhm. In dem Sinne, dass man sagt, dass man sich fragt, wie wollen wir in Zukunft Kirche sein mhm. und wo sind gemeinden wo sind projekte die, die auf zukunft hinausgerichtet die zukunftsfähig sind mhm. die vital sind die lebendig sind wo menschen eben jesus erleben mhm. und die wirklich zu fördern und mhm. da wirklich auch ressourcen reinzustellen? Ja, das finde das find ich total genau und, und solche entscheidungen ist. zu treffen sind ja mhm. hart und erfordern mhm. auch mut und sind auch mit schmerz verbunden und deswegen mhm. ist es gut zu wissen dass Christus der Herr der Kirche ist und dass ja. uns das nicht gehört. Genau das ist ja diese Befreiung, von der ich sprach. Ne? Mhm. Das ist wirklich jetzt auch, ich sehe das auch für die Zukunft der kreativen Kirche. Also die kreative Kirche ist ja gar nicht so abgesichert wie andere kirchliche Strukturen, sondern ja. wir kriegen einen kleinen Teil aus der Kirchensteuer und das allermeiste Geld müssen wir eben mit Veranstaltungen verdienen oder wir kriegen es gespendet, mhm. so. Und ähm, das heißt, jetzt äh, nach Corona-Veranstaltung ist ein ganz schwieriges Gewerbe geworden natürlich. Und trotzdem spüre ich eine große innere Freiheit im Team der Kreativen Kirche. Mhm. Freiheit, und mit auch auch. Dinge zu verändern. Ja, ich. Dinge ja. zu verändern, auszuprobieren und Neues zu wagen. Mhm. Und dann geht auch was schief und so weiter. Und auch die Kreative Kirche, eine Institution, die 30 Jahre entsteht, eine Organisation, die 30 Jahre existiert. Da, äh, die, auch die muss sich immer wieder neu also motivieren, Veränderungen auch zu wollen und zu forcieren und so. Mhm. Aber ich erlebe das grundsätzlich, auch wenn es manchmal auch nicht immer leicht ist. Ich erlebe das grundsätzlich und deswegen macht es mir so einen Riesenspaß, obwohl ich ja. jetzt auch schon cool. 15 Jahre hier bin. Ja. <laughs> ja. Ne? Ja. Also es ist, ich finde, das ist wirklich jetzt so, ein, so, eine, so eine, ich bin eigentlich dankbar für die Zeit mhm. jetzt. Weil jetzt sich alles beschleunigt und ähm, ja, ich will nicht sagen, es ist die Zeit der Entscheidung. Es ist immer die Zeit der Entscheidung für oder gegen Christus, aber es ist, ähm, es ist eine, auch eine spannende Zeit. Ja, ja, total. Also ich hoffe, Auf jeden ich, Fall. Ich hoffe jetzt ja. grillt mich keiner, der irgendwie ja. äh, selber gerade ein Riesenproblem hat mit der Schließung seiner Gemeinde. Also bei allem Schmerz, der damit verbunden mhm. ist. Ne? Ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, ach, wie schrecklich ist alles. Aber äh, grundsätzlich... Ist wirklich, es, es macht auch mehr Platz für Christus. Genau. Das, so. ja, das glaube ich auch. Und ähm, wir haben es ja, also diese Dringlichkeit und auch, dass da ein gewisser Leidensdruck auch ist, das haben, haben wir ja jetzt auch festgestellt und so. Und du erlebst es ja auch in deiner Gemeinde da. Ähm, ja. und, und trotzdem würde ich auch genau das so unterstreichen. Ich sehe das vor allem auch als eine Chance. Mhm. Ja? Ähm, und ich bin da echt hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass aus dem, was auch alles kaputt gehen wird, ähm, dass da auch wirklich tolle Sachen erwachsen können. Ja. So und das, ähm, ja, Kirche sich vielleicht auch noch mal. Noch mal mehr auf die, auf die Wurzel, auf die Mitte, auf Christus wieder besinnen kann in diesem ganzen Prozess. So, ne? ja. Und ja, ich glaube, da kann Neues entstehen und daran arbeiten wir. Ja. Und äh, ich kenne auch einige Gemeinden, die das auch so, so machen und die ja. auch auf Zukunft hinausgerichtet sind. Und eben nicht nur dieses Narrativ, es war ja schon immer so, es muss so bleiben haben, sondern wirklich auch sagen, wie finden wir heute eigentlich den Weg zu den Menschen? Ja. So. Und äh, das sind Beispiele, die mir einfach Mut machen. Ja, finde ich auch. Also, es hilft uns auch, mehr wirklich Kirche zu sein. Also, und das, das meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von politisch und so, sondern im Sinne von, ähm, äh, also, dass Kirche auch tatsächlich ein geschützter Raum ist. Also, mhm. wir haben ja das große Thema mit dem Missbrauch in der Kirche und auch die kreative Kirche wird ein, erarbeitet gerade ein Missbrauchsschutzkonzept, ein, ein Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und äh, ich finde das gut. Also, weil ich einfach finde, dass, dass, dass das Klar. richtig ist, dafür zu sorgen, dass Kirche eben nicht von den Höllen der Pforte überwunden, äh, von den äh, Pforten der, der Hölle überwunden wird, mhm. ja? äh, 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 sondern eben äh, ein, ein guter, geschützter, lebenswerter, friedlicher, freundlicher Ort ist. Ja. Ja, total. Und deswegen ist jede Krise ist auch immer eine Chance für einen Aufbruch. Und das ja. finde ich wirklich gut. Das erlebe ich übrigens auch, was jetzt Spenden angeht. Also, auch das war ja ein Punkt, den Daniel noch erwähnt hatte. Also, Kirche der Zukunft heißt ja auch, dass wir mehr finanzielle Verantwortung übernehmen, mhm. wenn wir wollen, dass das gibt. Also, ja. entweder wir legen was zusammen oder es gibt das nicht. Mhm. Und. Das finde ich schon auch gut und richtig, weil wenn ich selber was gebe, dann ist es auch ein Teil von mir. Mhm. Ja, genau, das sagt Daniel ja auch natürlich. Ja. Es geht ja also am Ende auch wieder um, um eine Herzenshaltung. Ja. Genau, ne? mhm. ähm, genau. Zum, das zum einen. Also ja. ich finde auch immer, ähm, Spenden und geben, man kann es ja auch ein bisschen weiten, also Spenden, äh, aber auch. Ähm, mich einbringen, hilfsbereit sein. Irgendwie, das ist ja immer auch irgendwie ein Stück geistliche Übung. Also das mhm. macht was mit mir und meinem Herzen ähm, und richtet mich aus. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ist es auch wirklich einfach ganz praktisch notwendig. Mhm. Ne? Also es ist, äh, es ist eine geistliche Übung, ja, und es, es macht, macht was mit meinem Herzen und tut mir auch gut, das mhm. merke ich jedenfalls. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man möchte, dass Kirche noch weiter Bestand hat und sich da irgendwie daran beteiligen möchte, dann mhm. ist Spenden ein ganz zentraler Punkt und Weg, das irgendwie zu tun. Ne? Ja. Ja. Zeit und Geld einbringen, so ist es schon immer gewesen. Ne? Ja. ja, ich finde eigentlich, dass wir viel Grund haben, um dankbar zu sein. Nicht nur, wenn wir in Richtung 30 Jahre kreative mhm. Kirche schauen, also zurückschauen, sondern auch, wenn wir in die Zukunft schauen, ja. weil es auch. doch auch Aufbrüche <laughs> gibt hier und da und dass wir da den Blick hinlenken. Das ist jetzt mein Schlusswort für diesen Talk hier. Ich habe den Kaffee ausgetrunken, du auch. Ja, meiner ist auch leer. Genau. Und ähm, <laughs> lass uns dankbar sein für das, was jetzt schon wächst, wo man die Ahnung hat, das könnte Teil der Zukunft sein. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist das Teil der Vergangenheit oder ist das Teil der Zukunft? Und Zukunft ist da, wo es um Christus geht. Es ist eigentlich ganz einfach. und ich hoffe, dass unser Talk dich da ein bisschen weitergebracht hat. In die Richtung würde mich jedenfalls freuen. Und lass uns verbunden bleiben. Abonnier den Kanal. Wir sehen uns beim Wohnzimmer Gottesdienst. Bleib behütet. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Zukunft von Kirche gesprochen. Und im Hintergrund stand dabei bei uns beiden eine predigt von daniel und die kannst du dir gerne noch mal angucken die wird hier irgendwo verlinkt kannst du einfach draufklicken es lohnt sich